Jo, hallo zu einem weiteren Video aus unserem Lehrgang zur beschleunigten Grundqualifikation. Wir befinden uns in Kapitel 4, Risiken des Straßenverkehrs und Arbeitsunfälle. Und heute geht es um Verkehrsunfälle im Überblick. Wir werden die wichtigsten Faktoren kennenlernen, die zu einem Unfall führen können. Und Sie erhalten einen Überblick über Verkehrsunfallstatistiken. So, wir fangen an mit der Entstehung von Unfällen. Unfälle passieren nicht, Unfälle werden verursacht. Das muss man sich zuallererst mal immer vor Augen führen. Sie beruhen in erster Linie und am häufigsten auf menschlichem Fehlverhalten. Wir haben hier mal ein Unfallentstehungsmodell und können uns daran also mal anschauen, wie es also zu Unfällen kommt. Gefahr plus Mensch führt zur Gefährdung. Es gibt technische Faktoren, organisatorische Faktoren und personenbedingte Faktoren. Die sogenannten Top-Faktoren kann man sich ganz gut merken. Und unfallbegünstigende Faktoren. Und all das in der Summe führt zum Unfall. Verkehrsunfälle in Zahlen. Unfälle zwischen einem LKW und einem weiteren Beteiligten. Die Statistik, die hier folgt, stammt aus dem Jahr 2016. Danach ereigneten sich 29.353 Unfälle mit Personenschäden, an denen mindestens ein LKW beteiligt war. 61,2% waren Personenkraftwagen. 15,1% betrafen Fahrradfahrer, 8,2% Krafträder, 6,8% Fußgänger, 5,9% Güterkraftverkehr und Bus gerade mal 1,1%. Sonstige schlugen mit 1,8% zur Buche. In der Summe lässt sich Folgendes festhalten. Von den 29.353 Unfällen mit Personenschäden entfallen 5,8% auf Alleinunfälle. Bei diesen Unfällen wurden 35 Personen getötet. Die genaue Zahl lautet 29.353 Alleinunfälle. An 13.194 Unfällen war ein PKW beteiligt. Bei 3.250 war ein Fahrrad beteiligt. Bei 1.760 war ein Kraftrad beteiligt. Bei 1.464 ein Fußgänger. Bei 1.268 ein LKW und bei 323 war ein Bus beteiligt. Häufigste Fehlverhalten von LKW-Fahrern, schauen wir uns das mal an. Abstand 21,1%, fehlender Abstand zum Vordermann. Vorfahrt bzw. Vorrang 12,3%. Fehler beim Abbiegen 18%. Nicht angepasste Geschwindigkeit 10,3%. Falsche Straßennutzung 5,4%. Überholen 5,1%. Verkehrstüchtigkeit 4,8%. Sonstige Ursachen 22,7%. Welche weiteren Unfallsituationen gibt es beim LKW? Rückwärts rangieren ohne Einweiser bzw. ausreichende Sicht. Unfälle aufgrund mangelnder Ladungssicherung. Steinschlag verursacht durch Baustellenfahrzeuge. Das sind nur einige von vielen möglichen Situationen. Schauen wir uns die Busfahrer an. Wie oft sind Busse in Unfälle mit Personenschaden verwickelt? Wie hoch ist der Anteil der Unfälle, bei denen der Busfahrer Hauptverursacher war? Sie sehen bei Kraftomnibussen insgesamt 5.811 Fälle, in denen ein Bus involviert war und in 2.452 Fällen hat der Busfahrer die Hauptschuld zu tragen. Bei Reisebussen liegt das Verhältnis zwischen 221 zu 128, Linienbusse 3.796 zu 1.516. Schulbusse 251 zu 162 und sonstige Busse 1543 zu 682. So, auch hier gucken wir uns mal das häufigste Fehlverhalten von Busfahrern an. Fehlender Abstand 13,6%. Falsches Verhalten gegenüber Fußgängern 11,1%. Fehler beim Abbiegen 11%. Vorfahrt, Vorrang 8,2%. Nicht angepasste Geschwindigkeit 7,1%. Überholen 4,4%, falsche Straßenbenutzung 3,8%, sonstige Ursachen 40,7%. Die hier gemachten Angaben stammen aus dem Jahr 2015. Verunglückte Insassen von Bussen bei Straßenverkehrsunfällen 2015 nach Busarten. 2015 waren 5.811 Fahrer von Bussen an Unfällen mit Personenschaden beteiligt. Gegenüber dem Vorjahr ist die Beteiligung von Busfahrern um 4,2% gestiegen, aber im Vergleich zu 1992 um 1% zurückgegangen. Welche weiteren Unfallsituationen gibt es bei Bussen?
Nun, Einklemmen von Fahrgästen durch zu früh geschlossene Türen, unachtsames Befahren von Haltestellen, unachtsames Überqueren der Fahrbahn durch Fahrgäste, Aufenthalt von Fahrgästen im toten Winkel des Fahrzeugs. Leider Gottes ereignen sich auch immer wieder tödliche Busunfälle, sie sind zum Glück jedoch selten. Wenn sie sich ereignen, erwecken sie jedoch stets großes Medieninteresse und es wird darüber häufig berichtet. Etwa 2/3 der getöteten Omnibusinsassen kommen durch einen Unfall ums Leben, bei dem der Bus umkippt. Eine sehr häufige Ursache ist Übermüdung des Fahrers, Sekundenschlaf hinter dem Steuer und Nicht-Einhalten der Lenk- und Ruhezeiten. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Videos. Sie wissen nun also, welche Faktoren zur Entstehung eines Unfalls führen können, was die häufigsten Fehlverhalten von Lkw- und Busfahrern sind, durch die Verkehrsunfälle ausgelöst werden. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und bis bald.